Liebe YouTube, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute reagiere ich auf eure Präsentationen. Ich habe euch gefragt, ob ihr Bock habt, Präsentationen von egal welchem Thema zu erstellen und mir dann vorzuführen. Und wenn ich bei den Präsentationen gelacht habe von den jeweiligen, bekommen sie 15 Euro von mir geschenkt. Und ja, es ist mega witzig geworden. Vielen, vielen Dank nochmal an die ganzen Leute, die sich überhaupt die Mühe gemacht haben und einfach eine Präsentation gemacht haben. Also richtig, richtig insane. Ich fand's mega cool. Und ja, falls euch dieses Format gefällt und ihr Teil 2 davon sehen wollt, dann schreibt es gerne, gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir haben die erste von Gurken. Bin gespannt. Datei öffnen. Ah, oh, Digga. Okay. Hätte ich mir auch denken können, dass jetzt eine Gurke kommt. Ja, scheiß drauf. Hey, warte mal. Hey, warte mal. Das zählt. Warte, warte. Ich habe noch nicht abgespielt. Das zählt noch nicht, wenn ich lache. Okay. Ey, scheiße. Die geht 1 Minute und 25 Sekunden. Hi. Gurken. Als erst komme ich zu meiner Gliederung. Als erst begrüße ich euch. Dann reden wir etwas über Gurken. Dann kommen noch ein paar Gurkenwitze. Und dann ist das Ende. Hallo Chat und Phoebe. Erstmal ein strammes Papa N in den Chat. Reden über Gurken. Was sind eigentlich Gurken? Gurken? Digga, ich lache nicht. Aber warum Gurken? Gurken ist ein Gemüse. Wo kommen sie her? Gurken kommen aus Indien. Wieso sind sie so beliebt? Weil Gurken lecker schmecken. Digga, wie ernst? Jetzt kommen wir zu den Gurkenwitzen. Was sagt die eine Gurke zu der anderen Gurke? Ich habe gerade einen Salat gesehen. Der war wirklich zum Einlegen. Was ist grün und rast durch den Wald? Ein Rudel. Digga, diese Leertaste auch immer im Hintergrund, die du so richtig lautstark drückst. Gurken. Und was ist durchsichtig und rennt hinterher? Ja, eine durchsichtige Gurke. Das Gurkenglas. Ja, das kann nicht sein. Und wo ist da der Witz? Gibt's nicht. Gurken sind keine Rudeltiere. So. Phoebe, bitte lache, ich brauche die 15 Euro für Wettern. Bitte. Ende. Ich hoffe, die Gurkenpräsi hat euch gefallen. Digga, ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen gelacht. GG an die 15 Euro. Ey, scheiße, ich muss so lachen. Nein, das war halt alles so unlustig. Ich schwöre, Gurken war... Nein, nein, nein. Das kann nicht sein, es war unlustig. Oh. Es war so unlustig. Ja, okay, warum Phoebe aus Frankfurt kommt, das kann nur gut sein. Also. Ich lach nicht. Willkommen zu meiner Präsi. Hallöchen Chat. Und Phoebe. Und kommen wir erstmal zu Gliederung. Digga, nein, nein, ich schwöre, das ist so gottlos, dass du schon wieder ein Set hier unten rein tust. Was ist das? Wer ist Phoebe und warum kommt sie aus Frankfurt? Also, wer ist Phoebe? Sie spielt Valorant. Und Clash Royale. Bro, what the fuck? Und niemand weiß, wie ihr Vater aussieht. Also wirklich nicht. Hä? Ich weiß es nicht. Was? Ja, Junge, mein Vater ist Mädchen. Woher soll man es wissen? Aber ich habe da so eine kleine Vermutung. Und nein. Ich denke, es ist Sid. Das kann man erkennen am sehr genauen Augenabstand. Das sieht man an den zwei Pfeilen, weil es dasselbe ist. Aber kommen wir jetzt mal zum anderen Thema und eigentlich zum Haupt... Oh, Digga, du bist so gebannt. ...Thema. Warum kommt Phoebe aus Frankfurt? Digga, okay. Nein, nein. Kennen an. Nummer 1, Sid Abe. Das ist ihr Vater. Sind ein Buttermesser, damit er ganz locker, damit Leute abpieksen kann. Und... Seine Vape braucht man halt, ist ganz normal in Frankfurt, nichts Besonderes. Egal. Nummer 2 ist Fini der Bratner. Er sieht sehr goofy aus und seine Essentials sind, er hat noch eins, sein Auto, damit er sehr, sehr gute Substanzen transportieren kann. Und Digga, was labert er? Ja, gute Substanz. Das sind genau die hier. Das sind Frankfurter Hauptbahnhof-Handschellen. Oh, was laberst du? What the fuck? Und Nummer 3 ist Mama Phoebe, der Pupsik. Ich kann nicht mehr. Nein, scheiße, das ist zu gut. Oh mein Gott, ihr könnt das doch nicht mit mir machen. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Digga, das ist das Beste, was ich jetzt jemals gesehen habe. Hat auch nur ein Essential und ist ein Snowboard, damit sie den Commerzbank... Digga. Tower in Frankfurt runter cruisen kann und alle Jiggos am Ende zu zerdrücken, weil versteht ihr, so runter cruisen und dann ist sie unten und dann kann sie alle Jiggos zerdrücken.
Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr wisst jetzt, wer Phoebe ist und wer ihre Familie mit Doppel-L. Familie ist. Und ja, tschüssi. Hey, Digga, jemand hat dir so ins Gehirn geschissen, aber GG für die 15 Euro. Ich schwöre, also noch nie hat mich eine PowerPoint so verwirrt. Auf alles Chat noch nie hat mich eine PowerPoint so verwirrt. Holy shit. Prank Bros. Okay. Oh mein Gott. Ich reiß mich jetzt. Ich kann nicht bei jeder lachen. Was ist das? Das muss doch hier eine Challenge für mich noch bleiben. Ich lache jetzt nicht. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Tokuna und ich bin. Nein, warum hast du so AI-Stimme gemacht? Nein, 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 das ist so cool. Ins Rexy und heute stellen wir euch die Prank Bros vor. Wow, clean, Mann. Motherfucker, Alter. So fangen wir an mit dem ersten Punkt. Erstens, die ASMR-Karriere der Streichbrüder. Auf dem Kanal der beiden ist zu sehen, wie die Brüder sich auf nächster Nähe zu dir gesellen und ins Ohr schmatzen. Yummy. Promus, nein, nein, du kannst mich nicht so hochnehmen. Ich schwöre, das ist der dümmste Clip, den es jemals gibt. Dabei verspeisen sie lecker. Digga, ich hab nicht mal 20 Sekunden ausgehalten. Leckereien wie Hamburger und Zwiebelringe. Fett, geil. Der ASMR-Kanal existiert so übrigens nicht mehr. Wieso? Wissen wir nicht. Außerdem machen sie außergewöhnliche Challenges, die jeder äußerst spannend findet. Wie zum Beispiel die 100 Chicken McNuggets Challenge. Hey, das sind 99 dann. Einer fehlt. Hey, du scheiß Mitarbeiter! Das sind 99 Nuggets, ich wollte 100! Never mind. Es waren doch nur 99. Zweitens. Da die Prank Bros keine Loser sind, stellen sie sich dem Game Master und seinen Aufgaben fast täglich. Da es nicht häufig zu einer richtigen Begegnung kommt, haben wir euch hier zwei Sichtungen gesammelt. Der Spielmeister versorgt seine Ziele immer mit Hinweisen und Aufgaben. Es gibt allerdings keinen Grund, diese auch zu erfüllen. Lol. Auch dazu haben wir euch ein paar Bilder bereitgestellt. Send me SOS, ein klarer Befehl. Also nehmen die Brüder sich ihr mobiles Kommunikationsgerät und nehmen Kontakt zum Game Master auf. Hier haben wir zwei Bilder, wo man die Chatverläufe mit dem Game Master sehen kann. Erneut ein Befehl. OMG, was die Streichbrüder daraufhin gemacht haben, könnt ihr euch sicher denken. Falls nicht, Pech. Drittens, wer sind die beiden eigentlich? Die Brüder sind zwei rockige Atzen mit Talent. Zumindest vermutet man das. Ihre Namen sind Calvin und Marvin, doch sie werden oft verwechselt. Wer ist? Das wissen wir selber nicht. Ihr fragt euch sicher nicht, wann sie geboren sind, richtig? Calvin oder Marvin kam am 20.06.1994 zur Welt, der andere dann am 26.12.1995. Das juckt aber, wie gesagt, niemanden. Haha. Ende. Das war's jetzt. Manometer. Wobei, wir sind noch nicht ganz fertig. Nein. Zuerst grüßen wir noch ein paar nette Leute aus dem Offline-Chat. Love, Tatsu, Drayless, Benny, Tida, Raybay und Sean. Digga, ihr seid alle unter der gleichen Decke. Es kann nicht sein. Vergesst nicht, Offline-Chat mit Herz. Ende. Da du gelacht hast und wir somit 15 Euronen verdient haben, danke für die Aufmerksamkeit. Du Wichser! Solltest du nicht gelacht haben, fuck. Kurzer Disclaimer. Ey Mann, ich kann nicht wegen jeder Präsentation lachen. Mich fuckt das ab, es ist so gut. Ihr gebt euch so viel Mühe. Ey, gebt ein Like. Oh mein Gott, das kann nicht sein, Chat. Okay, nächste Präsentation, wo noch nichts live ist. Wir machen die Live-Präsentationsdinger am Ende. Die Hugo-Präsentation. Digga, das kann auch nur scheiße sein. Ich kann nur lachen, nein. Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich geht 1:11. Ich muss nur 1:11 aushalten. Hallo und willkommen zu meiner Präsentation. Heute möchte ich euch etwas über Let's Hugo erzählen. Kommen wir erstmal zum Aufbau der Präsentation. Als erstes werde ich euch über die Nationalität von Let's Hugo erzählen. Danach werde ich euch erzählen, was Let's Hugo macht. Und als drittes werde ich euch generelle Fakten über Let's Hugo erzählen. Woher kommt Let's Hugo? Let's Hugo kommt aus Österreich. Kommt er nicht aus Luxemburg? Was macht Let's Hugo? Let's Hugo ist Musiker. Let's Hugo spielt Klavier. Kommen wir zu den generellen Fakten über Let's Hugo. Let's Hugo ist 35 Jahre jung. Let's Hugo fährt einen Fiat 500. Und Let's Hugo hat ein abgeschlossenes Studium als Astronaut, Mathematiker, Physiker und Archäologe. Danke fürs Zuhören. Du hast mich nicht zum Lachen gebracht. Du hast mich nicht zum Lachen gebracht. Gute Präsentation, auch wenn da wieder nur Scheiße erzählt wurde. Hättest du wirklich einen Clip von ihm einfach nur reingetan, wo er irgendeine Scheiße macht, weil der einfach wirklich... Oh mein Gott, ich habe einen Win-Chat. Oh mein Gott, du kannst mir nichts. Oh nein, Chat. Nächste. Ich weiß nicht von wem. Hallo Phoebe und Chat, das ist unsere Präsentation über Breach. Was ist das für ein Mikro? Generelle Information. Er hat einen sehr, sehr großen Hut, wie man in der Folie davor gesehen hat. Er hat sämtliche Steuern überzogen und macht jetzt Urlaub auf Balkonien. Er hat einen Aftershock, mit dem man gut Corners klären kann.
Und er hat keine Freunde, genau wie ich. Keep us sad. History of London. Roman London. London is a capital city and largest city of England and the United Kingdom with a population of just under 9 million. It stands on the River Thames in southeast England at the head of 80 kilometer estuary down to the North Sea and has been major settlement for 2 millennia. The city of London, its ancient core and fine. Mann! Ihr seid so scheiße! Also was ist das? Digga, das ist so ein Goofy! Oh mein Gott, was ist das alles? Eine C-Ability. Und er kommt aus Schweden, wie dieser Senf. Und er hat eine Ult. Digga! Kurze Flachungspause. Was macht Bild an einem heißen Tag? Er geht an den Beach. Aus den Lasergauen! Junge, was war das? Oh mein Gott, das war so... Ey, oh mein Gott, ich werde davon solche Albträume bekommen. RGG, 15 Euro. Junge! Alter, ihr könnt mich doch nicht so hochnehmen. Oh mein Gott. Okay, Gründe, warum man sappen soll. Das ist schon mal ein guter Titel. Okay, Lars, zeig mir deine gute... Das muss nur Gutes sein. Guten Tag und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Gründe, warum du Sub/Prime-Sub bei Phoebe einlösen solltest. Okay. Let's go. Let's go. Phoebe kann endlich das Futter für Bingo und Max bezahlen. Sie haben übrigens seit 2 Wochen nichts mehr gegessen. Nächsten Grund. Phoebe wird reich und kann sich endlich ihr echtes Mario Kart kaufen und sieht dann so aus. Junge, wie gut. Du bekommst soziale Krediten. Dein Vater kommt sogar zurück mit... Geht das auch für meinen Vater, obwohl ich die Streamerin bin? Das würde ansonsten nicht passieren, nur wenn du halt den Sub oder den Prime Sub einlösen würdest. Nun eine kleine Belohnung, wenn du reingesubbt hast, du darfst am Rad drehen. Oder 10 Euro. Du wärst natürlich am Rad drehen. Und du drehst dann der Gurke. Du bekommst Erklärbär. Digga. Warum können Gurken nicht heiraten? Let's go. Na, nicht ganz, nicht ganz. Digga, what the fuck? Fast, fast. Ja! Leider falsch, ich löse jetzt auf. Toy Story 3, was? Ich kann nicht. Achso, ich soll raten. Keine Ahnung, Junge. Es war Toy Story 4. Toy Story 4. Verstehst du, safe. Sub einfach rein, Bro. Tschö. Bester Mann, Digga, das war eine gute, gute PowerPoint über Sub. GG an die 15 Euro. Live-Präsentation, ich hab Angst, Chat. Ich muss da eh lachen, wenn ich schon die Leute live höre. Okay, wir hören uns jetzt von live deren Präsentation an, so wie damals in der Schule. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, heute stellen wir Ihnen eine Präsentation über den VIP Asset vor. Das Ganze ist mit Humor zu nehmen und nicht beleidigend aufzunehmen. Wir wünschen euch viel Spaß. Falls ihr Fragen habt, gerne den Text im Hintergrund anlesen, beziehungsweise durchlesen, würde uns sehr freuen. Und heute zeigen wir euch definitiv die Wahrheit hinter ihm. Mit dabei sind Lassie, Lara, Benny, Tida, Tuli, Volkan, Fabi und ja, meine Wenigkeit dazu. Und viel Spaß mit der Präsentation. Ja, kommen wir eigentlich erstmal dazu, wie Esa VIP wurde. Als erstes hat er Phoebe beleidigt, war kurz vom Bann und war noch kein Sub. Phoebe hat gesagt, dass er ohne Sub kein Rederecht gehabt hat. Deswegen hat er dann gesagt, Phoebe hat seinen Namen falsch ausgesprochen und hat einen Deal vorgeschlagen. Wenn er 3 Monate Sub ist und aktiv, wird er VIP. Nach 3 Monaten wurde er dann auch Sub und es gab vor kurzem eine Aussage zu einem 12 Euro VIP sagt man doch nicht nein. Warum sollte Esa seinen VIP-Status verlieren? In den folgenden Folien werden Sie Zeuge vom Esats wahrem Gesicht, was links einmal zu sehen ist. Beweisstück Nummer 1 sagt Esat, ich verliere Gehirnzellen, wenn ich Phoebe zuschaue. Diese Aussage spricht ja wohl für sich. Im Beweisstück Nummer 2 sieht man, dass Esat scheiß Clan schreibt. Sind halt Facts. Soll ich kurz in den Clan. Hiermit ist der Phoebes Jiggles, der Clash of Clans Clan von Phoebe gemeint. Hier sehen Sie, dass Esat 4965 zuerst den Clan beleidigt. Folgend darauf wollte er den Clan beitreten. Darauf hat er aber nö geantwortet bekommen. Bei Beweisstück Nummer 3 sehen wir, wie Phoebe nach von den Viewern Zeugnisse gefragt hat. Daraufhin hat Weibei ihr Zeugnis geschickt und von Esa die Antwort bekommen, wie kacke. Das hat er im Nachhinein gemerkt, dass es scheiße war und den Tweet gelöscht. Kommen wir zu Beweisstück 4. Hier schreibt Esa, naja, was soll's, bis morgen, El Chetalara. Ed Tida, bei Elmod. Ed Lassie, bin aktiver als seriös. Ed Mektatsu L. Unten sind Grafiken eingeblendet, in denen man sieht, dass die... in denen man sieht, dass Esa deutlich weniger Chatnachrichten hat als alle, die er davor genannt hat. Und Menschen mit Wahrnehmungsstörungen leiden unter einer fehlerhaften Verarbeitung von Sinneseindrücken.
Im Beweisstück 4.1 nennt Esat Raybay nur ein Hund. In der darunter aufgeführten Grafik nennt er sie komisch und darunter hinterfragt er die Existenz. Warte mal ganz kurz. Digga, ihr scheiß Penner habt legit eine ganze siebenminütige dumme Nein. Esat gemacht, damit der unvip'd wird. Digga, das ist gerade wie im Gerichtssaal. WTF. Nein. 7 Minuten. Reven ist der Wirt. 7 Minuten war das, was ich runtergecuttet habe. Das ging am Anfang 20 Minuten. Mach weiter. In der darunter aufgeführten Grafik hinterfragt Esat die Existenz von irgendeinem User. In den aufgeführten Grafiken wird das respektlose Verhalten von Esat 4965 gegenüber neuen und aktiven Usern veranschaulicht. Beweisstück 5. Hier sagt Esat, dass wir ihn morgen mit einem VIP vorm Namen sehen werden. Darauf sagt er, dass er auf seinem VIP wartet. Und zum Schluss bettelt er sogar um VIP. Auf diesem Beweismaterial wird dargestellt, wie gierig Esat auf seinem VIP-Status ist. Beweisstück 5.1. Hier fragt sich der User Leon, wer Esat eigentlich ist. Und der User Lucri sagt, dass Esat seit seinem VIP nie da ist. In den Chatnachrichten zu interpretieren, dass Esat nicht offen im Chat ist. Beweisstück Nummer 6 sehen wir, dass Raybay zu Esat schreibt, du magst Phoebe also nicht und dieser mit naja antwortet. Ist, denke ich mal, auch ziemlich selbsterklärend. Im Beweisstück Nummer 7 sieht man, wie Esat schreibt, Wasser holen gehst du wie ein NPC. Esat 4965 nennt die Streamerin X Phoebe in dieser Chatnachricht ein NPC, also non-playable Character. Im Beweisstück 8 schreibt Esat, davon träumst du. Das war wie folgt, Phoebe hat sich ein YouTube-Video angeschaut, wo ein großer 40 zu sehen war. Der wird oben rechts auch nochmal veranschaulicht und der VIP Esat hat darauf die oben zu sehende Nachricht verfasst, was eine Frechheit ist. Im Beweisstück Nummer 9 sehen wir, dass Phoebe nach dem Twitch-Stream auf TikTok live gehen wollte, was by the way eine schlechte Idee ist und Esat darauf geschrieben hat, sie solle bitte TikTok deinstallieren. Und deswegen sehen wir hier die unangebrachte Nachricht von Esat, a.k.a. Esat. In Beweisstück Nummer 10 sieht man die Spende von Esat, wie er 1 Euro raushaut und da drin steht, geh auf. Mit der hier aufgezeigten Spende möchte das E unserer liebenvollen Streamerin zeigen, dass ihre Anwesenheit unerwünscht ist. Bring this back. Im Beweisstück Nummer 11, hier schreibt Esat, I enjoyed my stay. Danke, piss dich, geh jetzt. Phoebe wollte ihren Stream enden und darauf hat Esat diese Nachrichten verfasst und dadurch wurde seine wahre Identität verkörpert. Im Beweisstück Nummer 12 schreibt Esat, dann nervt sie nicht mehr so, lol. Die Tochter von Frau Evelyn Pfeiffer hatte den Einfall, den Stream zu beenden. Esat hatte daraufhin erneut eine unangebrachte Nachricht abgesendet. Esat 4965 schreibt zu Raybay Spaß, Phoebe ist langweilig, lol. Dazu gibt es nichts zu sagen. Im Beweisstück Nummer 14 nennt dich Esat ein Schwein. Abo, Esat vergleicht dich mit einem Schwein. Ja, also würde ich mir wirklich nicht gefallen lassen. Bei Beweisstück Nummer 15 schreibt Esat, kannst du nur fronten, du Knecht. Hier wird erneut die Respektlosigkeit gegenüber W-Chatter Sylo ersichtlich. Dann kommen wir zu der Erkenntnis über Esat. Als erstens, er ist sehr inaktiv, was auch sehr viele User mitkriegen. Zweitens und drittens, er ist respektlos gegenüber Usern und gegenüber unserer Göttin X-Vivi. Er hatet auch den Clash of Clans Clan und denkt, er ist etwas Besseres. Er ist ein Hater Nummer 1 und geiert sogar nach VIP. Er sagt, dass Phoebes Anwesenheit unerwünscht ist und VIP ist ihm nur 12 Euronen wert. Deshalb haben wir auch einen gemeinsamen Vorschlag für dich, Phoebe, an VIP, Esat 4965. Unten wird auch sein wahres Gesicht dargestellt, indem er schreibt, welcher Tonara. Da Phoebe uns auf Instagram geschrieben hat, dass Phoebe ihre Sekte sehen und sie uns beschwören möchte, sind wir nun deine Sekte. In deiner Sekte sind Lassie, Fabi, Raybay, Tatsu, Benny, Politida und Volk. Junge! Bitte kein Bahn! Bitte kein Bahn! Bitte kein Bahn, bitte nur ein für Esat. Und ja! Digga, es ist so gestört, WTF! Junge, nein, ich kann das nicht mehr. Nein, ich brauche jetzt eine Abstimmung, ob Esat überhaupt hier noch VIP ist. Heilige Scheiße, ich habe noch nicht so viel Negatives gerade über ein VIP im Chat hier gerade gehört. Holy shit. Ja, also an alle Gewinner, ich hoffe, freut euch. Ich werde das jetzt euch gleich überweisen noch, währenddessen ich noch im Stream bin. Dankeschön an alle, die Präsentationen gemacht haben und sich Mühe gegeben haben. Auch wenn ich nicht gelacht habe, waren es bestimmt gute Präsentationen. Denn selbst eine Präsentation wie gerade die von der Schweiz hat einen Lacher abbekommen, warum auch immer. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt in den Kommentaren, welche Präsentation ihr am besten fandet. Ob ich das nochmal machen soll und wie das antun soll mit euch. Wenn nicht, dann nicht. Ja, und dann bin ich aber auch mal ganz fein raus an dieser Seite.